Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Wreckfest und wir machen heute weiter mit dem Wohnmobil Race Motorhome Madness heißt das ganze Ding und wir starten rein. Es scheint wohl wieder so ein Demolition Ding zu sein. Cool, da freue ich mich schon wieder drauf. Es geht wieder los. Na gut, heute ist es wieder ein bisschen zerstört an diesem Dienstag und ja, gucken weiter. Los, auf. Ich freue mich. Big Valley Speedway. Naja, es scheint wohl wieder. Ja, Demolierungsarena. Das ist dieses Infield. Ja, es gibt normalerweise gibt's auch Strecken, die außen rumgehen und so. Verursache den meisten Schaden. 3 Minuten haben wir heute. Demoliere erstmal die Isoline 3 Gegner. Mit dem Wohnmobil, Alter. Crazy Tank ist mein Lieblingsgegner jetzt gerade. Killboy. Und vor allem, das glaube ich, die Karre, die schaltet man dann auch sogar frei. Schon mal ein bisschen was mitgenommen hier. Der hat auf jeden Fall ordentlich gesessen bei ihm. Ich soll 3 Gegner auf jeden Fall erstmal. Demolieren! Federung beschädigt, bringt das Fahrrad beschädigt. Den hat es auf jeden Fall auch nicht gut erwischt, aber jetzt final. Oh, der ist wieder böse Ding draußen. Den hat es mich erwischt ein bisschen. Bam! Ins Heck. Auf jeden Fall hat es da richtig. Anke Slam hat es erwischt da ordentlich. Und da ist schon mein Dach weg. Da fliegt er doch da das Dach weg, mein Freund. Naja. Den hat es auf jeden Fall schon mal. Okay, dann habe ich das gar nicht zerstört. Habe ich zumindest jetzt mal gedacht. Jetzt haben wir mal eins erlegt. Jetzt eine. Jetzt war, ich weiß nicht. Oh, Lucky's 99, der hat auf jeden Fall schon mal noch gut Leben. Die haben alle noch so viel volles Leben, ne? Da hat es auf jeden Fall noch mal einen mitgenommen. Meine Karre brennt schon. Jetzt wollte es aber, gerade auf mehr. Jetzt wollte es gerade bei mir wissen. Wir sind momentan Erster. Das war jetzt gerade der Zweite, den ich zerlegt habe. Habe ich jetzt gerade ein bisschen raus. Sind noch 16 Sekunden. Zwei, eins. Und damit dürfen wir sogar das Ding gewonnen haben, oder? Wir haben 2 Autos. Oh. Zedemolieren 3. Ja, egal, wir haben es aber trotzdem hingekriegt. Ja, wir haben es nicht ganz, wie die Karre einfach nur aussieht. Aber ich glaube, wir haben die Aufgabe, also wir haben nicht 3 Autos ausgeschaltet, wir haben aber zumindest unserer das Ding hingekriegt. Die Frage ist, kriege ich den trotzdem freigeschaltet? Ne, wir kriegen ihn nicht. Wir müssen also tatsächlich nochmal ran. Da müssen wir nochmal ran. Mit unserem Wohnmobil. Naja, dann ist das so. Wir müssen halt 3 Autos ausschalten, das weiß ich. So, dann starten wir ins Rennen.
pam, pam, pam. Da wird direkt auf die Fresse gegeben, Leute. Da gehen wir mal direkt mit rein ins Feld. Boah, der hat gut gesessen, der hier. Schlag gegen den Kollegen, ne? Nummer 4. Glück gehabt, dass ich da... Ich habe noch keinen Gegner verstoßen, oder? Zeit und es ist schwierig mit so viel. Leute! Aber den haben wir nochmal mitgegeben und der hat auf jeden Fall nochmal einen Schlag gekriegt, dann noch die Hälfte gefällt. Gegen Rubber da, den ersten haben wir schon mal ausgenockt. Warum die anderen so viel Leben? War es jetzt der zweite? Nee, war es nicht der zweite, schade. Eieiei. Ich habe immer nur einen Gegner, wir haben noch 45 Sekunden. Ja, da sind doch Fahrzeuge dabei, die fast voll ins Leben haben. Worum auch immer, ich bin raus. Ah, deswegen. Okay, die waren eigentlich schon raus, die Jungs. Und sind dann quasi durch den Wiesbaum wieder reingekommen. Bleibt weiterhin nur bei zwei Autos. Wir haben noch 10 Sekunden Zeit. Kriege ich noch einen mitgenommen irgendwie? Ach, ich dann Sack. Ah, fuck you, ey. Das kann doch nicht sein. Ich krieg's wieder nicht hin. Es bleibt wieder nur zwei Leute und wir sind Zweiter sogar noch. Dann schaut man's halt nochmal neu. Dann ist das so. Dann machen wir heute nämlich nur Wohnmobile. Ah, 3 Minuten, aber zu wenig Zeit. Also was? Oh, da geht ihr mir. Ihr wollt aber recht auf mich drauf jetzt noch. So, stellen wir nochmal aufs Dach. Den Rubberduck. Auf jeden Fall gibt es dafür erstmal ordentlich. Na, das ist nicht viel. Da mal rein ins Feld da. Ja, der hat den ersten. Ich glaube, da haben wir schon sogar schon den ersten. Nee, haben wir nicht. Warte. Ich dachte mir jetzt. Ah, und dann. Ach, klack, der. Auf jeden Fall da schon mal den nächsten gehabt. Ich habe die Hälfte und ich habe da kein Auto ausgeschaltet. Ich bin fast tot und alle anderen leben noch, ey. Alles gut.
Leider nicht mein Freund ausgeschaltet. Ja, aber noch nicht so ganz. Jetzt haben wir aber. Ich bin raus! Ich bin raus! What the fuck? So, jetzt haben wir ein Lucky 99 raus. Ja, der wollte natürlich auf jeden Fall noch schnell ein. Und ich habe jetzt ein Auto zu Hause genommen. Zum Kotzen gerade. Krieg ich hin. Weil immer wieder irgendwie noch was passiert. Also einen zweiten kriege ich noch mit raus, ja. Aber nicht mehr, nicht einen dritten. Ich krieg's nicht hin. Also zwei, ja, hab ich gesagt, hinbekommen. Aber 3 Minuten ist einfach eine verdammt kurze Zeit. Also das erste kriegen wir hin, aber nicht, dass wir da... Naja, alles gut. Und so ist das halt so. Dann fahren wir heute halt nur Wohnmobil zerstören. Dann ist das einfach mal so. Kloppen wir mal in die Wand. Ernsthaft, jetzt will der noch ein Update ziehen. Das kriegt jetzt gerade ein Update rein. Gerade gesehen noch. Den habe ich mir abgestaubt gerade, den Jungen. So, den nehmen wir noch mit raus. Jetzt brauche ich tatsächlich noch einen. Habe ich jetzt gerade... Nee, habe ich nicht. Scheiße. Ich dachte, ich hätte jetzt den Lucky 99 noch mit rausgenommen. Dann wäre es nämlich der dritte geworden. Ich bin raus? Okay. Es ist immer so knapp. Mann! 55 Sekunden, ich brauche noch ein Auto. Ich hab ihn! Yes! Ich hab die Aufgabe gelöst. Sogar noch einen vierten mitgenommen. Gott sei Dank, wir haben die Aufgabe geschafft. Ja, ich bin einmal zerstört worden, aber jetzt sind wir trotzdem Erster. Sogar noch einen fünften dazu. Geil! Noch einen mitgenommen. Yes! 5 Autos haben wir hingekriegt heute. Jawohl, auf jeden Fall 5:1 haben wir mal rausgenommen mit. Und damit haben wir es geschafft. Damit haben wir es auf jeden Fall schon mal geschafft. Das ist erstmal das Allerwichtigste.
haben ein neues Auto. Und das ist dieses Motorhome, also das Wohnmobil haben wir jetzt freigeschaltet heute. Jawohl, ja. 200 Punkte mehr auf dem Konto. Motor Madness ist bestanden, liebe Leute. Geil. Cool. Gut, dann würde ich sagen, machen wir schon jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann machen wir weiter mit einem Demolition Racing Series, würde ich sagen. Bis dahin und ciao.